Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Was ich euch heute vorstellen möchte, ist mein Goblin-Gekloppe-Deck. Man müsste sagen Rot-Weiß, aber ist mal ehrlich, das sind die einzigen zwei Karten. Ich würde also sagen, maßgeblich Rot, was bei Goblins auch nicht allzu sehr überraschen sollte. Gleich vorweg, das Deck ist zum aktuellen Format Kaltheim, zum Zeitpunkt der Aufnahme auch im Standard spielbar und ja, kann ganz schön reinhauen, wie ihr seht. Es ist sehr offensiv, hat allerdings auch eine einzige Karte mit massiven defensiven Fokus, die allerdings echt mega krass ist, deswegen sie einfach rein musste. So, wie immer stelle ich euch das Deck erstmal kurz vor und dann spielen wir ein paar Partien, um da zu sehen, wie es ist. Wir fangen an beim Zinnstraße-Kadett, der an sich nicht wirklich beeindruckend ist, allerdings hat er den Effekt, dass er, wenn er geblockt wird, uns einen neuen Spielstein gibt. Das werdet ihr sehen, hat dann einen kleinen Effekt später. Der auffällige Schnüffler für 2 Mana Zeit 2 bewirkt, dass die oberste Karte meiner Bibliothek offen ist und dass wir die spielen können. Wenn es ein Goblin ist, das ist in dem Deck sehr wahrscheinlich. Sprich, der ist ein Mega-Card-Throw eigentlich. Der zweite Effekt, der ist so passiv, hat fast nichts drin. Und zwar, dass er auch die aktiven Fähigkeiten der aufgedeckten Karte bekommt. Wäre also in dem Punkt ein bisschen anders, besser spielbar sogar in dem Moment, aber passt hier gut rein. Da haben wir Himmelsfestungen. Der kommt direkt ausgerüstet ins Spiel und macht +2/+2 Flugfähigkeit und Erstschlag, damit wir auch ein bisschen was gegen Flieger ausrichten können oder zum Beispiel mal rüberrennen können. Der Streitkolben des Recken wird immer stärker, wenn wir eine Kreatur spielen. Und ja, sag ich so, deswegen ist dieser Zinnstraßenkadett gar nicht mal verkehrt, weil er natürlich dazu führt, dass wir halt dann, wenn der geblockt wird, Karten nachziehen und damit der Streitkolben, Spielstein kriegen, damit der Streitkolben stärker wird. Dann haben wir den Krotak Nachtstürmer, der ist nur einmal drin, wie ihr seht, also Restposten, bewirkt einfach, wenn ein Spieler Kampfschaden zufügt, dann kann ich die oberste Karte der Bibliothek Exil schicken und sie spielen. Erstaunlicherweise klappt es anscheinend nicht, wenn es ein Land ist, was ich nicht verstehe, was ihn aber dazu gewirkt, dass ich ihn rausgepackt habe und ja nur noch als Restkarte drin ist. Einer der geilsten und erstaunlicherweise unterschätzten Karten ist der Reliktenräuber. Gut, man möchte sagen, 3 Mana, 2/2 Eile ist jetzt noch nicht mehr so geil. Ist okay, ne, aber seine Fähigkeit ist, wenn der Spieler Kampfschaden zufügt, dann verursacht er, dass er einen 0-1 farblosen Goblin-Konstrukt-Artefakt-Kreatur-Spielstein bekommt, der er nicht blocken kann und jeden Zug einen Schaden verursacht. Ja, in Kombination mit hier, dass wir ihm Flugfähigkeit zum Beispiel geben, wird er auch ziemlich geil, wenn er durchkommt. Die Turm der Blutkappe, 1-2 Doppelschlag, mit dem Streitkolben des Recken genial kombinierbar, wird schnell sehr viel stärker durch den Doppelschlag. Der Goblin-Verschrotter bufft quasi alle Goblins und man kann auch zur Not mal einen opfern, um einen Artefakt zu zerstören. Dann haben wir den frechen Stichler. Der ist die geile defensive Karte, von der ich gesprochen habe. Für 5 Mana Schweine teuer, wenn man es sagt, 1-1, aber unzerstörbar, sprich, damit kann man alles wegblocken, außer Trampel, das ist die große Schwachstelle. Und das Geile ist, er reflektiert den Schaden, den er bekommt. Und nach den Match-Regeln geht Schaden ins Unendliche. Das heißt, auch wenn er nur 1 HP hat und eine 10-10 Kreatur blockt, kriegt er trotzdem 10 Schaden und reflektiert damit 10 Schaden. Und mit seiner zweiten Fähigkeit, dass man ihn für 3 Mana tappen kann und er gegen eine andere Kreatur kämpft, das heißt also, sag ich mal einfach ganz krass, wenn der Gegner eine fette Kreatur draußen hat und wir kommen gar nicht offensiv durch, dann sagen wir einfach, pass auf, erstens, du kannst mich nicht angreifen, weil ich reflektiere den Schaden und zweitens, gut, dann sag ich halt, dass der nur gegen die kämpft und dann kriegst du den Schaden deiner eigenen Kreatur. Und damit ist der Typ potenziell Megadev und kann bei einem Aggro-Deck, oder eigentlich Aggro nicht ganz, aber so, ich sag mal, bei einem starken grünen Tech-Deck mit vielen Angriffskraft wirklich einen One-Hit-Kill machen. Luca Verstoßener der Kupferjacke ist auch drin. Ja, ich lese das einfach vor, weil so viel das schickt. Die oberste 3 Karten deiner Bibliothek ins Exil, Kreaturenkarten, die du auf diese Weise ins Exil geschickt hast, kannst du spielen, solange der Typ im Spiel ist. Und für -2 habe ich eigentlich noch nie verwendet, muss ich gestehen. Kreatur deiner Wahl, die ich kontrolliere, wegschicken, dann oben aufdecken, Kreatur mit höheren Mana-Kosten spielen, fertig. Und -7, jede Kreatur, die du kontrollierst, fügt jeden Gegner Schadenspunkte höherer Stärke zu. Ja, kann in den Deck ganz geil sein, aber bis dahin bin ich eigentlich nie gekommen, eher so ein Cutthroat. Der Funkenspalter in dem offensiven Deck natürlich super geil, weil der kostet, das Ausspielen kostet ein Mana weniger für jede angreifende Kreatur. Und wenn er ins Spiel kommt, dann können wir eine Kreatur unserer Wahl anlegen. Die kriegt Doppelschlag und +1/+1 und Trampel kann also eventuell, jeder kennt glaube ich die Karte, die ein Match spielt, die kann sehr schnell sehr eklig werden. So, neben den Standardländern haben wir das Schloss Funkenort, einfach nur weil es unsere Kreaturen buffen kann. Und ja, ein paar, sag ich mal, die ein bisschen weißes Mana mit reinbringen, damit wir dann auch eventuell die irgendwann mal spielen können. Vor allem, wenn ihr seht, der hier hat Ausrüstungskosten mit 2 Weiß, sprich ein paar weiße Sachen brauchen wir.
Das Deck ist also quasi darauf ausgelegt, relativ viel Schaden zu machen. Und wenn es das nicht schafft, dann zumindest in der Defensive so abschreckend zu sein, dass man früher oder später dann doch irgendwie durchkommt. So, und wie das funktioniert, das werde ich euch gleich vorstellen. So, der erste Gegner für unsere Goblins ist Rem. Ja, Rem, schauen wir mal, was wir so haben. Nur 2 Mana. Und zwar gute für 2 Mana ist auch nicht auf der Hand. Wir haben nichts in Talsicht. Ja gut, versuchen wir es. 3 Mana wären wirklich geil. Aber irgendwie muss ich gestehen, bei dem Deck habe ich so gut wie nie 3 Mana. Es ist an sich auch relativ billig vom Mana-Kosten her. Ja gut. Also drückt mal ganz fest die Daumen, dass wir den nächsten Zug noch einen Mana ziehen. Ansonsten mache ich mir ernsthaft Gedanken, wie wir das hier gewinnen sollen. Wie gesagt, den bräuchte ich mir relativ schnell draußen, damit das hier gut klappt. Jo. Ja, okay, ihr habt gut Daumen gedrückt. Das zählt. Den packen wir auf jeden Fall erstmal drunter. Ja, das greifen wir natürlich nicht an. Wir würden zwar einen Spielstein kriegen, aber bringt uns nichts. Tatsächlich würde ich den sogar blocken, wenn er mit dem angreift. Lebensverknüpfung, okay. So, ein Lebenspunkt. So, jetzt können wir überlegen, spielen wir den, aber er kann eh nicht angreifen momentan, zumindest nicht sinnvoll. Also spielen wir am besten das. Weil wenn wir dann ein paar Goblins spielen, ja, quasi wird er stärker. Ich überlege tatsächlich, ob wir sogar angreifen, um die Goblin-Spielsteine quasi zu triggern. Ich glaube, wir lassen das aber. Wahrscheinlich ist es sogar gut, wenn er jetzt nicht spielen sollte, den auszuspielen. Klar spielt er was. Ja, wenn er anträgt und dein Spiel kommt, der ist zu dem, wenn du 7 Lebenspunkte mehr als deine Startpunktzahl hast. Nö, dich blocke ich nicht. Dich blocke ich auch nicht. Weil im nächsten Zug habt ihr plus 1 plus 1. So, der darf nicht seine 7 Punkte drüber kommen. So, dich brauchen wir jetzt nicht so sehr. So, jetzt haben wir den raus. Greifen an, der wird einen blocken. Das ist klar. Der stirbt dann auch, wir kriegen einen Spielstein. Und wir haben ihn ein bisschen weg davon. Und das Ding hier kriegt entsprechend dann Marken. So, das ist ein Artefakt. Das heißt, ich kann ihn jetzt nutzen, den opfern und das zerstören. Und habe ihn quasi trotzdem eine Kreatur gekillt. Und trotzdem noch mal einen Spielstein bekommen. So, jetzt wird er wahrscheinlich mit den Engeln auch angreifen. Oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ist das viel Text. Wenn es ein Quell, die Engene kondiert, dir oder ein bleibender Karte, die kondiert, Schaden zu viel wird, finde eine Schadenspunkte. Und wenn du oder ein anderer bleibender Karte, die du kondierst, das Ziel eines Zauberspruchs oder eine Fähigkeit, Gegner kontrolliert neutralisieren Zauberspruch, beziehungsweise die Fähigkeit, es sei denn, ihr herrscht Zeit 1. Wow, okay, ja, viel Text. Also es geht auch, die Engene kondiert, dir oder eine bleibende Karte, also die haben auch quasi Rüstung 1, wenn es sowas hier gäbe. So. Passt mal auf, wir spielen den aus. Rüsten den damit direkt aus. So, wenn er ihn nicht blockt, kriegt er Schaden, wenn er ihn blockt, kriegt er auch Schaden. So, viel Spaß. Ja, schön. Ja, auf den ist es natürlich krass. Das heißt, am besten rüsten wir dann den aus. Aber vielleicht sollten wir ihn vorher spielen, mal schauen.
Die Versorgung kann nicht angreifen oder blocken und ihre aktiven Fähigkeiten nicht bewirken. Ja, aktive Fähigkeiten hat er ja keine, das ist ein passive. So, Luca, mein Guter. Das heißt, eigentlich sind die unnütz, ne? Da können wir tatsächlich die zweite Fähigkeit sogar mal einsetzen. Also er nicht, aber er ist unnütz, seine Fähigkeit. Ja, unser ultimativer Blocker. Ich überlege, ob wir das Land ausspielen, aber warum sollten wir? Geil ist, ich könnte den natürlich ausrüsten und den hier killen. Kostet mich natürlich auch Mana mehr erstmal. Was macht das? Kann ich nicht lesen zu Beginn? Als einzelne Event ziehst du eine Karte, falls dein Nisman größer ist als deine Stadt. Und falls du lebst, zwei Punkte dazu. Okay. Muss man kurz überlegen. Erstmal sollten wir seine erste Fähigkeit nutzen, sowieso. So, 5, 6 Mana. So, seine Blockfähigkeit kann ich eh nicht einsetzen. Das heißt, am besten wahrscheinlich, ich rüste den wirklich aus. Dann kann ich zumindest den nächsten Zug... Ah ja, der hat dann noch Wachsamkeit, ne? Geil. So, am besten greifen wir allen an. Ja. Da kommt er zumindest nicht in den Genuss, den Kelch, den er da rausgesucht hat, zu benutzen. Ach, das ist ein Artefakt. Ja, ich könnte den einen Goblin tatsächlich opfern. Ja, okay. Da hast du aber ganz schön viel jetzt rausgehauen, du, mein Kumpel. Seine Zweitfähigkeit bringt mir bei dem hin leider nichts. Wir haben nämlich keinen Stärkeren. Ich kann ihn allerdings immer noch als Aktivposten verwenden. Oder ich opfere ihn für das Artefakt. So, was machen wir. Obwohl, will ich das? Ja, das ist Artefakt, scheiße. So. Der würde, wenn ich mit allen angreife, 4 kosten. Das machen wir auch. Ich glaube, ich hätte den sogar später spielen dürfen. Im Moment, wo die Blocker deklariert sind. So. Eigentlich kann er nichts, kann er keinen von denen kaputt kriegen. Genau, okay. Das war der erste Sieg. Unser zweiter Gegner heißt Undamaged Soul 97. Jo, wir haben nur rot, aber leider trotzdem weiße Handkarte. Und nur teures Zeug? Unglaublich. Nee, das machen wir mal. Ach, naja, ist schon mal besser. So, packen wir einen von denen weg. Mit dem Deck nebenbei sehr, sehr selten, dass man mal gemacht werden müsste. So, wir fangen am besten hiermit an, weil dann können wir das ausspielen nächstes Mal und das können wir sowieso ohne Probleme. Aber wir brauchen erstmal den und so weiter. Mit ihm kommen wir sowieso gut voran, weil wir dann schnell vom Deck runterziehen können. Ah, ein Token-Deck. Gut. Wird nicht leicht. Diese Token-Decks sind auch extrem stark, wenn man so richtig spielt. Vor allem mit ihm hier, der dann halt immer sagt, jo, da gibt es halt jedes Mal eine +1/+1 Marke mehr. Und sind wir ehrlich, das Artwork,
Das finde ich so genial. Das Schild, was diese gute Dame da hat. Ist so toll. Oh, der ist auch nicht schlecht. Für Kammern in dem Deck perfekt. Oh, dreifarbig. Okay. So strategisch clever wäre es natürlich auch, das zu spielen, weil er es schon kennt, aber wir können damit nichts anfangen. Deswegen spielen wir dann lieber gleich den aus, greifen nicht an und hoffen, dass wir ein bisschen besser uns ausbauen können als er. Zack, wir brauchen Weiß. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit, nur echt komisch jetzt, wenn wir schauen. Fünf Länder haben wir, eins ist aufgedeckt. Momentan bringt er uns dadurch nicht ganz so viel. Weil es natürlich nur möglich ist, Kreaturen zu spielen. Also nur genau genommen nur Goblins. Du wirst das hier ein Goblin-Deck mit vielen Goblins, klar. Aber wenn da keiner oben durchguckt, kann er auch nichts machen. Und ich habe so das Gefühl, dass die uns hier sehr, sehr schnell kaputt machen kann. Ja, das habe ich auch gemerkt. Da braucht er nichts Zeit. Oh ja, schön. Falls die Bonuskosten. Achso, das ist ja in dem. Okay, okay. Damit kann ich noch umgehen. Ne, den Schaden kassieren wir erstmal. So. Weil wir nicht wissen, was kommt, ziehen wir den direkt mal von oben runter. Ausrüstungskosten 2. Den hier können wir zur Not drauf verzichten. Ob er auf den verzichten kann, das bezweifle ich stark. Deswegen greifen wir mal an. Entweder opfert er sein oder kriegt halt einen Token, der ihm dann permanent Schaden macht. Ja. Wahrscheinlich wird er den gleich wieder mutieren lassen, dann kann er sich wieder Länder raussuchen. Ist ja bei Mutationsdecks so. Was ich nur gemeint finde bei Mutationsdecks ist, wenn man. Also wenn eine Karte zerstört wird, dann die mutieren soll. Dann kommt die Karte, die eigentlich mutiert, trotzdem ins Spiel. So, jetzt kriegt er ein plus 1. Zusätzlich plus 1 zu 1 mal, genau. Ist egal, er trampelt ja eh. Ah ne, der trampelt nur, ne? Stimmt. So. Erstmal ziehen wir den noch runter. Zack. Jo, wie machen wir das denn? Flugfähigkeit und Erstschlag. Plus 1 aus 1 und hat Wachsamkeit. Auf jeden Fall auf den, da bin ich mir jetzt schon mal sicher. Jetzt überlege ich nur, greife ich an. Oder halte ich den als Blocker zurück? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr aufbauen. Deswegen schalte ich jetzt mal als Blocker zurück. Von 3 oder mehr, ja, perfekt. Es gibt ja nur eine. Eine sinnvolle. Ach, echt? Ja, sind wir ehrlich, das bringt uns nicht, den zu blocken, ne? Ich versuche jetzt mal einen kühnen Move. Und zwar mit ihm hier unseren kleinen 1-1er kaputt zu kriegen. So.
brauchen wir später. Ja, jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Nächsten Zug kann eine Kreatur plus 1 plus 1 Marke von seinem Friedhof holen. Da hat er keine. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich mit einer angreifen, extra dafür. Jede Kreatur mit Wachsamkeit. Irgendwie ist das Deck nicht ganz einheitlich, muss ich gestehen. Ah, das hätte er gerne am Anfang gehabt. Okay. Problem ist, er kann mit dem Ding sicher eh eine holen. Wenn ich keine Ton komme, war aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Leg bis 1 plus 1 Marke, bis 1 Neutralitäts Marke darauf. Nö. Wir blocken keinen von denen. So, es liegt natürlich noch ein Luca oben und keine Goblin. Ach ja, Nicht-Sachen kosten jetzt ja mehr erstmal. So, wie viel Mana haben wir denn? 3, 4, 5, 6. Und der hat irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Das ist eigentlich schade. Na gut, das war der zweite Sieg, aber der fühlt sich ein bisschen unverdient, muss ich sagen, weil noch war die Partie für mich nicht erledigt. So, unser dritter Gegner ist MacRyha. Ich vermute, das habe ich richtig gesprochen. Dargestellt durch Gideon. Okay, wir haben zwei Mana. Ja, zwei Mana reicht mir in der Regel, ne? Achso, erstmal hallo. Ganz höflich sein. So. Was hast du denn da? Die Tore von Istfeld kommen getappt im Spiel. Offe die Tore, du hast zwei Lebenspunkte ziehen. Ja, die sind geil. Für ein Ankommenland ist das extrem geil sogar. Ich sag, ich könnte natürlich mit dem Angreifer, aber der wird nicht blocken. Und da wir nichts in der Hinterhand haben, bringt ein Angriff nichts. So, unser Schnüffler. Ziehen wir nächsten Zug also ein Land, okay. Können wir die Blutkappe spielen oder das, was er aufdeckt? Natürlich mit weniger am ehesten das, was er aufdeckt, wenn es einigermaßen Sinn macht. Um natürlich dann quasi. Das ist wie Cutthroat, ne? Okay, ja, baut erstmal eine Verteidigung auf. Den können wir zum Beispiel spielen. Das heißt, mit denen können wir jetzt mal gedankenlos angreifen. Denn wir können ja nochmal spielen. Hö. So. Für all die jetzt denken, boah, hat er sein Mana verschwendet. Hätte er jetzt hier was für 3 Mana spielen können. Klar, ich habe Mana verschwendet, aber in Anführungszeichen, ich habe kostenlos eine Karte gezogen. Und das ist halt in der Regel mehr wert. Lass mich raten, alles was glänzt oder diese eine Verzauberung? Der Kraken. Okay. Was hast du für eine Fähigkeit? Achso, von denen. Ja, leider nur ein Artefakt. So. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wegen den Guten da drüben. Jetzt, wenn er seinen Krager rausholt, wird es dann langsam eng. Klar, dass er den so blockt. Was macht mit den anderen? So, jetzt kommt nämlich der Witz. Das hat getriggert, er hat geblockt. Dennoch kann ich jetzt ihn nutzen, um meinen Artefakt kaputt zu machen. Und zwar indem ich den hier opfere. Sprich,
Ich habe quasi kostenlos gerade ein Artefakt zerstört, ohne irgendwas zu verlieren. Ich war eine Kreatur. Theoretisch kann ich die sogar auch zerstören, wenn ich drüber nachdenke, oder? Wisst ihr was? Es müsste gehen. So, und da der keine Fähigkeit hat, bam. Das reicht meistens schon, damit die Leute keinen Bock mehr haben. Na, aber er spielt tapfer weiter. Na, jetzt kommen nur Länder. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Was machst du? Kannst dein bleibende Karte einer Wahl, die kein Land ist, tappen oder eintappen? Die kein Land ist, okay. Greifen wir an den beiden an. Eigentlich kann man so mit denen angreifen. Wir müssen ein bisschen mehr Toker vorne, obwohl, dann habe ich keinen Blocker mehr, den ich den ausspielen will. Ja, machen wir lieber so. Was nur noch überlegt. Gut, hätte plus zwei, was soll's. Und Zerstörbarkeit, Flugsicherheit, klar. Gehört halt dazu, so ein Spiel. Sonst hätten Spontanzauber ja gar keinen Sinn. Also ich bin in den oben Kant von der Bibliothek auf, bist du eine Kreaturenrat mit höheren umgewandelten Mana-Kosten auf X, das nehme ich doch mal. Zack. Na, geht doch. So, können wir Luca verlieren. Wir haben ja noch einen. So, du kommst getappt ins Spiel. Und jetzt wird es spannend. Wie spielen wir? Angreifen brauchen wir erstmal nicht. Da sind wir uns, denke ich, einig. Wir nutzen mal seine erste Fähigkeit. So, das können wir jeden Zeit spielen. Das ist kein Thema. Spielen wir erstmal ihn aus. Haben wir unseren ultimativen Blocker. Ja, ja, ach doch, Krake im nächsten Zug kann. Also wird alles getappt, ne? So, jetzt müssen wir gut überlegen. Ist ja ein 13 Schaden. Wir können den Fisch kaputt machen. Können wir spontan irgendwas rausholen? Nee, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Erstmal seine erste Fähigkeit. Sein zweiter nützt uns gerade nichts. Wow. Mann, haben wir ein Glück. So, ich spiele den jetzt erstmal aus. Da er eh leider nicht blocken kann. Machen wir jetzt noch den kaputt. Wir hoffen, dass er jetzt nichts hat, mit dem er uns per sofort überrennen kann. Okay, er will nicht Luca sich klauen. Ich finde es krass, dass sie nicht mal einen tappen, ne? Das ist so unglaublich übertrieben. Aber gut. Wir brauchen ja unbedingt den. Das kriegen wir eigentlich nur mit Luca hin. So, auf wen verzichten wir am ehesten? Ich würde vorschlagen auf den hier. Dann kann eigentlich nur der ins Spiel kommen. Ach stimmt, der kostet 4, der kommt auch in Frage. Na gut. So, wir bleiben gerade deiner Wahl. Die Angene kontrolliert, enttappe sie. Mal schauen.
Ja, das habe ich mir gedacht. So, das können wir uns nicht leisten. Müssen wir wenigstens ins Leere schicken, die Karte. Ja, das ist halt so eine Overkill-Karte. Trampelt einer? Ja klar, muss ich blocken. Ich nehme auch den stärksten dann wenigstens. Ja, und jetzt müssen wir massive Verteidigung auffahren. Da ist die massive Verteidigung. Problem ist, wenn er gut zieht, ist es auch vorbei. Natürlich zieht er gut. Wie soll es auch anders sein? Ah, Zugang des Gegners war das, nicht Verzauberung. Okay. So, wir sind uns eigentlich einig, dass ich Angreifen erstmal getrost als Option ausschließen kann, ne? So, ich brauche den auf jeden Fall zum Tappen. Also damit ich was machen kann. 3 Mana weg dafür. Verbleiben 4 Mana. Wenn er jetzt einen Fehler macht, haben wir gewonnen. Na, mal schauen. Er hat bestimmt keinen Fehler. Ist ziemlich eindeutig. Wen zielt er? Auf ihn? Okay, ja. Gut. Kann ich die 2 nicht spielen? Lebe ich mit? Das sind aber definitiv nicht die schlimmsten Sachen, die dich erwarten. Also wenn er jetzt nichts Spontanes mehr hat, ne? Hat er verloren. Weil dann kämpfen wir gleich nochmal gegen den. Und dann ist... Ja, Schicht im Schacht. Ja, und das war der 3. Sieg mit einem spannenden Kampf und etwas unerwarteten Ende, wenn ich ehrlich bin. Gut, damit sind wir mit dem Deck durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch vielleicht inspiriert für ein eigenes Deck. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Über einen Daumen hoch, netten Kommentar etc. bin ich natürlich auch immer sehr dankbar. Und ich sage auf jeden Fall, mögen euch die Gaming-Götter hold sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!